Kein Souvenir zum Pirnaer Stadtjubiläum wurde so gut verkauft wie der Tetzel Räuchermann. Selbst die Herausgeber waren überrascht. Schnell war klar, neue Räuchermänner müssen her. Nun gibt es weitere prominente Bürger der Stadt in guter erzgebirgischer Schnitzkunst. Versteht sich. Die Erfolgsgeschichte von Pirnas Räuchermännern geht weiter. Fast alle der 775 produzierten Tetzelfiguren sind ausverkauft, deutlich früher als in den kühnsten Träumen erhofft. Es war einer aus Pirna und die Pirna haben sich mit dieser Figur identifiziert. Und da sind wir natürlich sehr froh, dass es so gelaufen ist. Und wenn etwas so erfolgreich läuft, wird es fortgesetzt. Seit Montag hat der Tetzel Räuchermann Nachahmer gefunden. Ab jetzt sind auch der Apotheker Jacobert und der Maler Canaletto erhältlich. Beide Figuren wurden in limitierter Auflage produziert, 775 Stück. Für jedes Jahr Pirnas Stadtgeschichte ein Räuchermann. Und beim Jacobert haben wir uns noch überlegt, ein Faksimile mit hineinzulegen in die Kiste, die über die Geschichte des Jacobers noch etwas berichtet, also über die Zeit auch des 30-jährigen Krieges. Und das passt also wunderbar. Ich glaube, die Pirner werden sich freuen, begeistert sein. Und es ist ein repräsentatives Geschenk auch für Gäste, für Freunde, für Familienangehörige, die vielleicht nicht mehr hier in unserer Region wohnen, sondern in Westdeutschland oder darüber hinaus. Und das passt eigentlich. Vier Mitarbeiter werkeln in Seifen an den Räuchermännern. Wochenlang wurde an ihrem Aussehen gepfeilt. Naja, beim Jacobert, das ist eigentlich sehr schlicht, aber man sieht eben deutlich, dass es eben verarbeitetes Holz ist. Und der Gegensatz für einen Räuchermann ist eigentlich der Canaletto eine sehr aufwendige und sehr bunt und mir filigran gestaltete Figur vielleicht. Als besonderes Bonbon gibt es die Räuchermann-Kollektion auch im XXL-Format. Da ist die Überlegung, dass wir, wenn ein Unternehmer oder ein Händler der Stadt Pirna vielleicht sein Geschäft auch in diesem Jahr oder zu Weihnachten oder darüber hinaus gerne mit diesen Pirnaer Gesichtern schmücken will, dann besteht die Möglichkeit, diesen auch zu bestellen. Und nach der Bestellung wird dieser etwas größere vom Volumen her und Materialeinsatz Räuchermann dann entsprechend auch geliefert. Und somit, denke ich, kriegen wir auch ein bisschen Farbe und auch ein bisschen Schick auch in die Pirnaer Geschäfte und bei den Händlern. Aber auch natürlich geht es bei den Gewerbetreibenden, dass da irgendwo ein hübscher, schöner Platz ist, wo man dann diese Pirna-Identifikationsperson entsprechend präsentieren kann. Zu erwerben sind die Räuchermänner ab sofort in allen Filialen der Volksbank Pirna. Auch diesmal wird ein Teil der Einnahmen gespendet. Insgesamt haben wir also nach Abzug aller Kosten rund 5.000 Euro mit dem TC verdient, haben jetzt noch 80 Stück auf Lager, also das ist dann faktisch Reingewinn, wenn wir die noch verkaufen. Und wir werden gemeinsam mit dem Oberbürgermeister, mit Herrn Bremig, überlegen, welchen konkreten Zweck wir diese 5.000 Euro zuführen. Und wir hoffen natürlich, dass wir mit den beiden neuen Kreationen von Herrn Bayer auch einen ähnlichen Erfolg haben und dann auch weitere Projekte in der Stadt Pirna unterstützen können. Zu den ersten Betrachtern der neuen Räuchermänner gehörte die Historiengruppe der Retter. Kein Wunder, befreien sie doch jedes Jahr den Apotheker Jacobert aus den Händen der Schweden. Das Historienspektakel wird auch in diesem Jahr mehrfach aufgeführt. Bereits am 25. April wird der Schwedeneinfall nachgespielt.